Okay. Zitronen haben wir schon mal. Okay. Zuckerrohr habe ich in der Tasche, habe ich in der Kiste. Knoblauch. Muss ich nur noch mal kurz mich hier umschauen. Dann habe ich auch, glaube ich, gleich eine dritte Knoblauchzehe dabei. Da. Sag ich ja. Fläschchen mit Meerwasser. Ich glaube, die muss ich basteln. Ich hole erstmal Sonnenblumen und und den Zuckerrohr noch. Wo habe ich die Sonnenblumen? Ich müsste noch mal ein paar Sachen wieder rüber schmeißen, damit ich wieder Platz habe. Oh ja, doch. Klar, ich habe ja diesen einen da, ne? Da. Den Mais kann ich rüber tun. Den Weizen. Die Tomaten. Die Zitronen brauche ich ja. Heidelbeeren habe ich nicht hier drin. Ach du meine Güte, jetzt habe ich aber auch wirklich sehr, 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 sehr viel Weichholz. Halleluja. Und sehr, sehr viel Stein. Ich glaube, ich müsste mal gleich ein bisschen was verkaufen. Davon kann ich nicht wegpacken, oder doch? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die hier schon irgendwo hatte. Den Raps. Ach nee, Knoblauch brauche ich ja. Die Blaubeeren. Knoblauch 3 von 3. Okay, gut. Ich brauche also nur 3. So, die restlichen können wieder rein. Und jetzt fehlt noch der Zuckerrohr. Muss ich gerade mal gucken, wo habe ich den Zuckerrohr? Ach, hier. Und Fläschchen mit Meerwasser. Und es hat aufgehört zu regnen. Okay. Fläschchen mit Meerwasser. Müsste ich dafür eventuell erstmal eine Flasche herstellen? Weiß nicht. Ein leeres Fläschchen stellen wir erstmal her. So. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Da schimmert doch etwas. Ach, guck. Na super. Stelle den Wärmetrank des Sommers her. Im Sommer. Einen Drink in der Hand. So. Okay. Bringe Elsa den Gegenstand Wärmetrank des Sommers. Und da wartet sie ja auch schon. Bitte schön, Elsa. Hallo. Kann ich mal sehen? Meine Güte, ich kann die Hitze durch die Flasche spüren.
Jetzt musst du es nur noch auf die Spitzhacke anwenden. Lass mich nur. Versuch mich nicht zu verbrennen. Aha. Na bitte. Von der Spitzhacke strahlt Wärme ab. Ich glaube, es hat funktioniert. Lass uns versuchen, etwas von dem Eis zu entfernen, das den Eingang blockiert. Dann können wir die Eishöhle erkunden. Auf Wiedersehen. Okay. Let's give it a try. Ja, ich rede auch nachher mit dir, Donald. Ich kann halt nur noch heute nicht mehr allzu lange, mein kleiner Freund. Jetzt will ich erstmal was probieren. Hier, ne? Also, ich wollte euch ja schon die ganze Zeit hier, da zeigen, ne? Das hier ist quasi die eisigen Höhlen. Ach, guck, ja, so heißen die Dinger sogar. Und ich konnte. Moment. Wegen diesen Dingern hier nicht vorbei. Ich kann da immer noch nicht vorbei. Die Spitzhacke ist nicht gut genug, Elsa. Und guck mal, ein kleiner Eisfuchs. Ach, ist der süß, ey. Gott. So putzig. Ich muss erstmal hier etwas essen. So, ein bisschen Energie wieder zusammenkriegen. Können wir aus den Dings dann auch langsam Olaf basteln? Weil so viele Schneebälle, wie wir haben. So. Dann wollen wir mal reingehen. Ist das dann Atuhalan oder? Wer weiß? Entferne die Eisblöcke in der Eishöhle. Ui. Das sind doch Anna und Elsa? Dieser Ort, die Eisskulptur am Eingang, das sind Anna und ich. Alles hier kommt mir so bekannt vor. Das Geräusch, es kommt von der anderen Seite dieser Schlucht. Ich höre es auch. Wir müssen einen Weg hinüberfinden. Hast du eine Idee, wie man auf die andere Seite könnte? Früher gab es einen Weg, eine Eisbrücke. Ich kann ihr Fundament unter unseren Füßen spüren. Das Wasser erinnert sich daran. Lass mich meine Magie benutzen. Ah. Hoffentlich Ja, können wir guck. bald wieder plaudern. Ja, guck. Finde den Ursprung des Geräuschs tiefer in der Höhle. Da komme ich immer noch nicht ran. Was ist das? Eine Scherbe? Das Geräusch kommt von diesem blauen Wappen, das du gefunden hast. Es ist so vertraut, ich kann mich fast erinnern. Oh, Die Wand, schön. ein paar. Es passt in die Öffnung an der Wand da drüben. Vielen Dank auch. Oh. Oh. Da? Gott. Ach, jetzt. Hallo, mein Freund. Das Geräusch ist jetzt nur noch ein Flüstern. Hier gibt es so viele Geheimnisse zu lüften. Das komische Geräusch, das Puzzle an der Wand, diese Sockel, diese seltsame Eistruhe. Irgendetwas sagt mir, dass wir mehr von diesen Wappen finden müssen, wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen. Danke für Wow. deine Hilfe, Joachim. Ich weiß, dass wir die Antworten gemeinsam zusammenfinden Das werden. hast du wirklich toll gemacht.
Also wir müssen noch die ganzen anderen finden? Puh, okay. Oh, krass. Das wird ja noch... Eieiei. Okay, wir haben echt viele Aufgaben. Wally, Bayana, Ursula, Remy, Mickey, Merlin, Maui, Goofy, Elsa, Ariel, Anna, Gothel. Okay, die können wir schon machen. Die anderen, dafür müssen wir die Freundschaftslevel ein bisschen höher schalten. Ach so. Genau, ich werde euch jetzt noch das zweite Biom zeigen, was ich freigeschaltet habe. Und zwar ist es das, ist dies das Biom, die sonnigen Ebenen. Und das befindet sich auf der komplett anderen Seite. Und ein Stück in diesem Biom hat mich sofort zurück in meine Kindheit katapultiert. Was mein allererster Disney-Film war, den ich wahrscheinlich damals gesehen habe, aber ich bin mir halt auch nicht so 100% sicher. Aber es war mal einer meiner Liebsten und ihr wisst und ihr seht sofort, welcher das ist. Der Elefantenfriedhof. Also, ja. Das hier sind die sonnigen Ebenen. Alles hier so ein bisschen an der König der Löwen angelehnt mit diesen ganzen, ja, wie soll ich sagen, Rippenknochen von Elefanten, Gnu-Schädeln und so weiter. Also hier müssen wir definitiv noch irgendwas machen, aber da bin ich selber auch noch echt überfragt. Ich habe die Vermutung, dass es halt definitiv noch nicht vorbei ist. Denn A, wir müssen noch Erik finden. B, wir müssen auch noch Mini finden. Und warum laufe ich immer noch mit diesen Handschuhen herum? Ich wollte eigentlich die wieder nehmen. Die passen jetzt zwar farblich nicht ganz zum roten Kleid, aber egal. Genau, und das hier sind jetzt diese beiden neuen Biome, die ich freigeschaltet habe. Und damit hätten wir, glaube ich, sogar jetzt fast alle. Ja, es fehlt nur noch das vergessene Land. Und das müssen wir irgendwann ein andermal hinkriegen. Ich weiß es halt noch definitiv nicht, wie das funktioniert. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Anna und Elsa bei uns. Und... ja, nachher Donald. Oder wahrscheinlich heute nicht mehr. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde diese ganzen Freundschaftslevel immer offline versuchen zu erhöhen, bis die nächste Aufgabe für die Leute freigeschaltet ist. Und die Aufgaben, die werden wir dann immer während den Aufgaben machen. Weil dieses ganze Looten und so weiter dauert ja doch immer schon eine ganz schöne Weile. Hey, du! Daher wäre ich stark dafür, dass wir das Ganze dann so machen. So, Moment. Erstmal ein bisschen was verkaufen. Alles, was sich gerade so angesammelt hat. So, und zack. Weil ich brauche ja auch noch wieder ein bisschen Kleingeld. So. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war's erstmal wieder für heute. Wir haben heute Anna und Elsa, wie gesagt, schon hergeholt. Wir können jetzt endlich auch diese Baumstümpfe wegbekommen. Und wir können auch diese kleineren Eisfelsen auch zerdeppern. Das ist schon mal ein ganz guter Fortschritt, muss ich sagen. Mal gucken, wie es jetzt weitergehen wird. Und ja, ich
ich sag dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und ich würde sagen, bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.